Befehl ist Befehl. Das elektronische Visum für Kaliningrad steht vor der Tür. Wolle was reinlasse? So lautet doch wohl ein Spruch, der jetzt wieder in Deutschland in der Karnevalszeit zu hören ist. In Kaliningrad ist dieser Spruch nicht zu hören, denn es ist eine russische Stadt und deutscher Karneval ist nicht präsent. Dafür aber russische Wirklichkeit. Denn das elektronische Visum kommt pünktlich zum 1. Juli 2019. Vielleicht kommt es aber auch ein paar Tage eher. So hoffende Äußerungen in der Kaliningrader Gebietsregierung. Wobei niemand nichts verspricht. Versprochen wird, dass ab 1. Juli dieses elektronische Visum Kaliningrader Realität ist. Der russische Präsident hat dies so befohlen und somit wird es umgesetzt. Dreh- und Angelpunkt des elektronischen Visums ist gegenwärtig eine Anlage. Diese Anlage regelt, welche Staaten das Recht erhalten, ein elektronisches Visum buchen zu dürfen. Diese Liste ist noch nicht erarbeitet bzw. noch nicht öffentlich. Es ist davon auszugehen, dass eine Reihe von europäischen Staaten in den Genuss des kostenlosen elektronischen Visums kommen wird, welches frühestens 20 Tage vor und spätestens 3 Tage vor Reiseantritt per Internet gebucht werden kann. Dass Deutschland zu den bevorzugten Ländern gehört, dürfte eigentlich außer Frage stehen. Ob Polen, welches vor 3 Jahren einseitig den kleinen visafreien Grenzverkehr mit Kaliningrad aufgekündigt hat, ebenfalls Nutznießer wird, darf getrost bezweifelt werden. Unter Beachtung der aggressiven Politik Polens gegenüber Russland dürfte die Wahrscheinlichkeit für die Teilnahme am elektronischen Visum noch geringer werden. Ähnliches dürfte wohl auch für die Länder Litauen, Lettland und Estland zutreffen. Das elektronische Visum wird nach bisher vorliegenden Informationen für den Zeitraum eines Monats ausgegeben. Innerhalb dieses Monats kann sich der Inhaber bis zu 8 Tagen in Kaliningrad aufhalten. Er braucht keine Einladung oder sonstigen Dokumente und braucht sich auch nicht zu registrieren. Es steht nun die Frage, ob die Staaten, die in den Genuss des elektronischen Visums kommen, welches Russland Schritt für Schritt auf alle russischen Regionen ausweiten will, ebenfalls Schritte unternehmen, um den Erhalt von Schengen-Visa für Kaliningrader Bürger zu erleichtern. Da das elektronische Visum kostenlos ist, wäre auch darüber nachzudenken, ob man auch für die Kaliningrader Reisenden Richtung Westen das Visum, wenn es denn auch weiterhin in konservativer Form beantragt und ausgereicht wird, kostenlos gestaltet.